als US-Marines bei der Verfolgung von Khalid al-Assad weiter Richtung Hauptstadt vordrangen. Es gibt nur noch sporadische Kämpfe, da sich der Großteil von al-Assads Einheiten zum Präsidentenpalast zurückzieht. Kommando, hier ist Lieutenant Vasquez. Warpig auf dem Weg. Das lassen wir uns nicht entgehen. Ja, hallöchen Facebook-Community und die YouTube-Anhänger zu einer weiteren Folge Call of Duty 4 Singleplayer Mission 7 Rufzeichen Morpig. Und wir treffen uns hier wieder auf der Bockkarte, wo wir den Panzer beschützen sollten. Und ja, richtig, der Panzer ist weg, da fällt nämlich jetzt da drüben und ist einsatzbereit. Genauso wie wir, also, ja, los geht's. Helikopter ausschalten. Sicher. Warum das der Panzer nicht macht? Ein viel größeres Rohr. Aber die können wir hier alle wegsammeln. So, wie gesagt, hier, die Folge war auch mit der einen verkackten Sprachaufnahme. Deswegen müsste ich ja das nochmal machen. Hing die mit an der AC-130-Mission, die ihr vorher gesehen habt, mit dran. Und deswegen hatte ich auch die Laptops eingesammelt. Aber ich werde euch die Stellen zeigen, wo ich die zwei Laptops gefunden habe, sodass ihr dann auch bei euch die einsammeln könnt und wisst, wohin müsst. War noch im Bus. So. Hier endet dann der Teil von der Bockkarte und mir. Wir werden jetzt in einem weiteren Bereich einer wunderschönen Multiplayer-Karte gehen, und zwar befinden wir uns jetzt auf Crossfire. Ja, und jetzt geht's ja dann los, gleich los. Ah, Rakete. Boah, hier geht's ja schon. Jawohl, schon noch neben dem Auto. Hab schon kleine weggeholt. Weggesnackt. Komm, das ist ja, da stehe ich jetzt gleich hier vorne. Oh! Okay, das war der Panzer. Krass. Ja, nice. So, jetzt haben wir uns gleich eine neue Waffe geholt, weil wir haben nicht mehr viel Schuss. Sozusagen noch eine zweite. Das eh, ja genau, die wollte schauen, das ist die G3. Multiplayer hat es zwar einen Schuss, aber trotzdem eine ganz gute Waffe, wie ich finde. Auch nicht gerade schwach. Jetzt muss ich mir ganz kurz entdecken gehen, sonst wäre ich hier korrekt. So, jetzt zeige ich euch mal, wo der erste Laptop liegt. Gehen wir hier hoch, also hier, wo der Panzer reingeschossen hat, in das Loch, einfach hier die Treppe hoch, hier, hier, und auf dem Nachtschrank ist der erste hier. Ja, da kann man aus dem Nachtschrank, will, da kann man vielleicht auch raus. Oder Bruder, ja, kleine Änderungen sind hier auf jeden Fall zwischen Mehrspielerkarte oder Mehrspielerversion dieser Karte und Einzelspieler verschieden, aber das macht ja nichts.
Aber schön weg. Komm her. So, zack. Deine Schwester. Deine auch. Nicht gibt's. Die Sau. Da auch noch hey. Was? Hier ist einfach noch, hier ist noch jemand, oder? Ne, das ist einer von uns. Der Treiber überhaupt geballert. Hier ist noch jemand. Bui! So, jetzt nehmen wir so unsere andere Waffe. So, hier scheint alles der Wege zu sein. Was geht jetzt hier her? Scheiße, wie hab ich denn getroffen? Jetzt. Aber weg. Da muss man hier unten Nein geben. Ich hab gespeichert. Das gehen wir hier hoch. Was soll die Jürze zu machen? Wenn's für. Hier, zack. Nochmal Messer. Zack. Und hier läuft. Hier will ich ihn abhauen. Zack. Hin. Dreimal schön mit dem Messer. Kehle aufgeschlitzt. So. Hier war auch nichts. Hier ist auch alles klar. Gut. Jetzt haben wir hier den. 1, 2. Ja, also, es geht auch. Weggesnackt. Das Ding ist auch noch weg. Hier brennt auch noch eins. Tschüss. Und jawohl. So, jetzt müssen wir gleich bei zur Stelle mit dem zweiten Laptop kommen, wenn ich die jetzt nicht verpasse. Ich hoffe nicht. Ja, und der Laptop, genau. Hier, wo die zwei am NG standen, ist der Laptop hier auf dem Bett. Genau, dort ist der zweite Laptop und das ist es dann auch schon gewesen in dem Level. Mehr habe ich jetzt nicht gefunden. Genau, da kommt ein feindlicher Panzer. Ja. Der hat einfach mal seinen eigenen Mann überfahren. Das ist ja unglaublich. Wie im Zweiten Weltkrieg, ohne Verluste, wenn es da eigenen Truppen sind. Okay. Panzer weg. Gut geschossen, Warpig. Jede Menge indirekte Treffer. Jetzt nichts wie raus hier. So, jetzt hauen wir ab, würde ich sagen. Und ja, hier war ja dann nichts mehr. Dann gehen wir einfach hier hin und dann ist die Mission auch wieder schon beendet. Ging eigentlich auch ganz schön schnell, 10 Minuten. Die wertvolle Ladung ist heil und unterwegs. Wir sind fast bei Schnellstraße 4 und sollten bald Sichtkontakt. Wo bleiben denn die? Nee, das machen wir schon meine eigenen Typen morgen. Hallo. Hallo. Oh, jetzt kommen die erst gelaufen. Ja, guckt euch das an. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, jetzt kommt der Helio schon runter. Das heißt jetzt für ein paar Minuten 20:03 wieder dreckige Zone oder dreckige Küche gereinigt von Ungeziefer. Und ab zur nächsten Küche. Und für euch heißt es auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder einschalten, denn das heißt Folge 8. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ciao!